Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fishing Barren Sea. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder eingeschaltet habt. Und ich habe ja gesagt, diese Folge möchten wir ganz gerne die Underdiscovered Location oder so erkunden. Das ist unser Ziel, also unser, ja, ich sag mal, erstes Ziel für die heutige Folge, weil wir möchten ja, muss man ja auch sagen, weiter fischen, und zwar Seelachs heute. Seelachs soll es sein, weil wir haben ja weiterhin keinen Auftrag aktuell. Also keinen direkten Auftrag von, ich sag mal, von der Bar oder so. Das heißt, wir müssen selber gucken, okay, was möchten wir, was lohnt sich? Wir werden jetzt erstmal dahin fahren und anlegen, weil ich ganz gerne mal schauen möchte, wie das da aussieht. Ich habe jetzt mal auch Nacht gelassen, so damit man sieht, wie es hier aussieht. So dürfte ganz interessant sein. Und hier hat ja die oder das Kreuzfahrtschiff angelegt irgendwo. Genau, hier an der anderen Seite. Jetzt nicht hier direkt verendet. Dafür ist es ein bisschen klein. So. Dann bin ich mal gespannt, ob wir dadurch auch jetzt was freischalten oder wie das da aussieht. Guck mal, Hammer, das ist Hammerfest Zentrum. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier... Gibt es hier irgendwas anderes, was... Ja. Guck mal, kann man gar nicht auf... Da sind offer Upgrades. Ach, guck mal. Hier hat man sogar nur begrenzt eine Verfügbarkeit. Hier kann ich nicht mal auf Town und Crew zugreifen. Fish Market. Okay. Weather Forecast kann ich hier auch gar nicht öffnen, wie es aussieht. Oder kann ich das? Ne, kann ich irgendwie gar nicht. Logbuch. Ne, also hier kann man echt nicht viel machen. Der Ausflug hat sich jetzt nicht so gelohnt, muss ich sagen. Ja, gut. Ich würde sagen, dann legen wir los. Wir müssen jetzt irgendwie rauskommen hier noch. Sodass wir nichts beschädigen. Rückwärtsgang sozusagen. Ach, Moment. Ja, komm. Dann arbeiten wir jetzt mal im Dunkeln ein bisschen. Einmal die Karte öffnen. Und jetzt werden wir uns mal hinsetzen. Ich habe ja schon Pollock ausgerichtet. Wir werden als erstes dahin fahren. So. Das haben wir ja kennengelernt. Wir werden jetzt hier einmal eine Boje setzen. Und dann einmal geht das automatisch. Müsste eigentlich automatisch gehen. Jo, geht. Sehr schön. Sehr schön. Okay, das haben wir hinbekommen. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen wieder auf Karte. Ach, da haben wir natürlich jetzt nicht so schön gelegt. Ja, okay. Müssen ein bisschen besser reinzoomen. Hierhin. Genau. Wenn wir da hinfahren. Wow, pfui. Ist das hell auf einmal. So, möchtest du ein bisschen Gas geben? Ja, man muss auch hier Geduld haben, weil die Beschleunigung ist jetzt nicht die beste. Boah, ist das hell. Himmel, Himmel die Hölle. Nein. Okay, das haben wir auch. Und dann werden wir noch... Ach, hier ist, glaube ich, ganz gut. So. Jetzt ist noch rot, ne? Wissen wir, dürfen wir nicht ran. Dürfen wir noch nicht ran. Okay. Und dann werden wir jetzt hier sagen, Set Gear und ein bisschen Gas geben. Bisschen Gas geben, 0,1 Knoten, da kommen wir nicht vorwärts.
So. Boje raus. Blendet voll. So, und dann ist es gleich. Da haben wir das nächste. Okay. Sehr schön. Weather. Warte mal, Friday? Ah, ich dachte, ich könnte jetzt hier spulen. Das geht nicht, okay. Line-Info brauchen wir nicht, weil das Ding ist nämlich... Wir müssen eigentlich erst zum Hafen davor schon, weil es sich einfach nicht lohnt. Es lohnt sich wirklich absolut gar nicht. Weil wir können halt noch nicht fischen jetzt. Wir müssen erst die Zeit vorspulen. Nützt alle nichts, Leute. Das ist halt mein Problem. Dieses typische im Menü klicken, ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt. Andererseits würde ich jetzt die ganze Zeit fahren, dann würden wir es in, ich glaube, Ende nächster Folge ankommen. Sorry gerade für das Rumgestottere, so gefühlt. Aber, ja. Ja, deswegen, diese Option ist da. Es ist halt so, ja, nicht realistisch, was wir hier gerade machen. Es weiß ich nicht. Ein bisschen rumgetrickt. Rumgetrickt hier. Deswegen, ich weiß nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. So, jetzt ist... Ich hab's gerade gesehen. Jetzt ist die grün geworden. Das ist natürlich... Die ist grün geworden. Okay. Aha, ich wollte einfach gucken. Die ist grün. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht. Wir können eigentlich direkt dahin jetzt, ne? Die ist orange und wenn wir da sind, wird die wahrscheinlich... Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich... Wir können eigentlich direkt wieder dahin. Ganz ehrlich. So. Wir können da direkt wieder hin. Das ist... mal gucken, ob das so geklappt hat. Weil man kann ja auch, wenn wir das sehen... Wir haben jetzt einen Wegpunkt da, bis dahin gesetzt. Man kann das ja auch zwischendurch abbrechen. Das heißt, wenn ich dann wieder von der Karte ins Wasser gehe, ne? Oder zum Schiff gehe, dann bricht er sofort ab, die Reise, und man endet sozusagen mittendrin. Mal gucken. Jetzt haben wir nämlich grün. Ich glaube, blau ist perfekt. Irgendwas war da, nicht? Also, auf Seelachs ausgelegt hier. Mal gucken, ob wir was Cooles... Warum geht das erst... Jetzt gerade konnte ich wieder nicht drücken. Gucken, ob das hier klappt. Jetzt hier geht's. Immer an der zweiten so gefehlt. Gut, dann machen wir das. Mal gucken. Heute Seelachs, Leute. Boah. Warum ist sie denn so zur Seite? Krass. Gut. Schön kräftigen Lachs. Da freuen die Leute sich. Lachs wird ja meistens immer so zu... Ich sag mal... Festtagen gekauft. Also am meisten, so würde ich sagen. So Weihnachten rum oder Ostern. Aber es wird ja auch schon sehr viel Fisch so in, ich sag mal, künstlichen Naturen angebaut. Jetzt sprechen wir von Überfischung oder so und, ja, da gibt's ja die meisten, ich sage jetzt mal, ja, nicht Gerüchte, sondern Artikel, die darüber schreiben wegen Überfischung und deswegen halt auch künstlich angebaut und was auch immer. So. Okay, was machen wir? Okay, vielleicht Gatt. Ja, natürlich, wir wollen Gatten. Das war nicht so toll. Boah, der ist groß. Ja, schön. Sehr schön. Der war auch nicht so toll. Okay, Exit. Dann geht's weiter. So. Und dann traveln wir mal dahin. Oh, es ist dunkel. Jetzt geht's jetzt schon hier um Mitternacht. Wissen wir, um 20 vor 11
Da sind die Fischer noch unterwegs. Das... Wo war das noch? Ich weiß es gar nicht. Doch, genau. Wir sind schon mal mit AIDA gefahren. Also so Kreuzfahrtschiff, der eine oder andere kennt das ja sicherlich. So, und dann sieht man auch manchmal so Fischerboote dann nachts draußen oder diese Lampen. Es können auch normale Boote sein, aber teilweise waren es natürlich auch Fischerboote. Und ja, da hat man so gedacht, Alter, die sind jetzt doch am Arbeiten. So, das ist deren Job, ne? Das ist deren, ich sag mal, Existenz. Und ich weiß gar nicht, wie das so ist als Fischer. Ob man da viel verdient oder... Oh, die Wellen sind stärker da, ne? Keine Ahnung, Leute. Ich kann es euch gar nicht sagen. Aber das ist schon... Ja, schon krass. Weil ich denke mal, dass sie nicht gerade wenig arbeiten. Und vor allen Dingen ist es so, wegen Existenz, wenn du einen richtig scheiß Tag hast und gar nichts fischt, das ist ja mega, also mega kacke jetzt mal, ne? Krass ausgedrückt. Ja, ja. Perfekt, Leute. Das gibt einen schönen Seelachs. Zack. Und wie dieses Geräusch immer. Flatsch. Oh, okay. Da habe ich ein bisschen geschlafen. Oh, das ist aber ein Rotbarschi. Den wollten wir ja nicht haben, aber da gibt Geld. Gibt Geld. Flatsch. Flatsch. Nein. Jetzt war es da. Sehr schön. Zack. Perfekt, Leute. Ah, Rotbarsch. Ich meine, ist ja nicht schlecht, ne? Ist ja echt nicht schlecht, dass wir dann Rotbarsch mitbringen, so. So, nice, okay. Machen wir auch noch Gatten. Vielleicht machen wir auch mal jetzt nächste... Das war der Nicht-Gatten. Oh, nein. Verdammt. Da hat man ja noch Wellengang. Oh Gott. Oh mein Gott. Was war das? Was ist hier jetzt los? Oh mein... Wir machen mal Exit, weil... Das war ja gar nichts, was wir da gemacht haben. Ach, shit. Das ärgert mich jetzt. Manchmal soll... Ich weiß gar nicht, wie das ist. Aber wenn Wellengang ist, ob das hier auch so umgesetzt ist, so hatte ich gerade die Vermutung. Kann das sein? Boah, der Wellengang gerade. Huiuiuiuiui. Leute, da wird einem schon schlecht. Okay, wir gucken mal. Ah, nicht across land, ich weiß. Los geht's. Letzte Stelle. Und da haben wir schon wieder um 2.57 Uhr. Hier sollen wohl auch die Polarlichter umgesetzt sein. Ich weiß gar nicht, wie das... Man hat das schon mal von gehört, ja. Aber wann das immer so... Wann die immer so sind, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe wirklich keine Ahnung. So, noch sehe ich hier nichts. Wo sind die denn? Die müssen ja gleich schon da sein. Ah, da sind sie. Okay. Ein bisschen weiter rechts. Ich würde sagen, wir waren heute nicht so erfolgreich. Also wenn wir mit... Ich sag mal, mein Ziel ist es wirklich jetzt... Mein Ziel ist es schon... 30.000. 30.000 Kronen hoffe ich. Hoffe ich, dass es klappt. Aber ich vermute, dass wir nicht so viel schaffen. Ich weiß es nicht. Ich hab so ein ungutes Gefühl dabei. Muss ich euch sagen. Der Wellengang, er war einfach zu stark. Wenn wir nochmal richtig gut perfekten Fischangel. Rotbarsch, ich meine, ist nicht schlecht. Rotbarsch ist jetzt nicht schlecht. Ich glaube, wir gehen nächstes Mal wieder auf Rotbarsch, Leute. Wir brauchen die Kohle. Obwohl, nee, warte mal. Ich glaube, wir haben 20... Ja, 20... Ja, 20.000, glaube ich, so ungefähr. Bekommen wir raus. Heute ist nicht so ein guter Angeltag. Fishing Day.
Ich muss auch noch mal gucken, wie man es am interessantesten gestalten kann, am abwechslungsreichsten auch, weil ich meine, die letzten Folgen sind wir halt jetzt viel unterwegs so und das gehört auch dazu, aber ich weiß nicht, ob man irgendwas noch so ja, anders gestalten könnte, dass man sagt irgendwie, ich nehme doch einen Kredit auf und kaufe mir direkt ein großes Flüster. Ah doch, Storage voll. Das war doch ganz erfolgreich. Okay, would you like to gut the fish? Okay, probieren es nochmal, Leute. Ah, das geht nicht. Glaube ich, weil Storage voll ist. Und das... Okay. Und jetzt kann ich mich hier nicht bewegen. Okay. Keine Ahnung. Ich muss nochmal da kurz sagen, wenn ich sowas habe, ich nehme jetzt vor Release auf. Das Ganze ist noch eine sozusagen eine Beta-Version, nicht finale Version. Ganz, ganz wichtig nochmal. Sprich, eine Preview-Version. Ne? So, Storage voll. Das ist ja ganz toll. Das heißt, wir werden wieder schön jetzt an Land fahren und dementsprechend uns entleeren. You can cross land. Ja, machen wir das so. Gucken. Zack, fast travel. Und das mal... Be careful, your future... Oh, oh mein Gott. Gar nicht mal so lustig. Wir sind so viel gefahren, Leute. So, was ist das? Pick up the radio to call for help. Ich weiß nicht, lassen wir mal. Nicht, dass wir dann irgendwie noch Geld bezahlen müssen auf einmal. Oder dass wir auf einmal abgeschleppt werden. Das will ich ja gar nicht. Wir sollten nicht zu viel testen. Ich finde die Musik auch sehr entspannt in diesem Spiel. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es bei diesem Spiel, also wenn es gut läuft, viele Erweiterungen geben wird. Sprich mit Booten und auch, ich sag mal, ja, Fishing-Möglichkeiten, also ich sag mal, Seen. Kann ich mir vorstellen halt. Okay. Da würde ich sagen, wir gucken mal. Ach, wir haben schon. Wir haben, glaube ich, noch. Ach, wir haben, glaube ich. Ich glaube. Ja, wir haben knapp 30.000, würde ich jetzt schätzen. Nö. Ja, falsch gedacht. 42.791. Ja, das war nicht ganz gut. Aber als nächstes ist wieder Rotbarsch dann. Muss ich nochmal sagen. Ich weiß nicht. Da läuft mehr mit. Ach, guck mal, wir haben jetzt irgendwas mit Town. In Town. Bar. Aha, wir haben einen Job, Leute. Wir haben einen Job. Da ist das Ding. Ja, Leute. Ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.